So, herzlich willkommen hier beim Spiel Bunny Raiders, The Mini Six, so, ja, angezockt. Ja, auf 100% auf Platinum hatte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. So, soll ich jetzt sagen, was habe ich jetzt da gemacht? Überhaupt? Ja, erstmal hier so die Menüpunkte, so, wenn darum ist das ein Hase. Und, man kann auch noch online quasi auch im Spielgeschehen mit einkommen. Also quasi, wenn einer schon letztendlich ist, kann man da reinkommen. Hat schon ein paar Mal gemacht, bloß dann war der Spielfehler irgendein Scheiß. Die konnten im Endgegner halt nichts, tja. Letztendlich konnten sie halt nicht besiegen. War halt unmöglich, naja, musste alleine machen, habe ich Druck gepackt gehabt. Dann hat schon meine 100% irgendwann noch gehabt, oder mein Platinum, aber hat die Oma. Ja, ich wusste am Anfang nicht genauso, wie es da abgeht. Auf jeden Fall kann man hier so in die Räume reingehen. So, dann kriegt man hier die Kisten kaputt machen, die Gegenstände ansammeln. Da kriegt man bestimmte Waffen davon. Man muss mal ein paar Gegner halt kaputt machen. Dafür kriegt man Trophäen. Spezifischer Gegnertyp halt. Und mehrere Gegner abknallen, so viel Kisten kaputt machen, so ein Kram. Und den Gegner besiegen oder zwei oder so ein Kram. Dafür kriegt man Trophäen. So, dann gibt da so eine Karte. Die ist meistens halt immer random halt. Und dann ja, spielt man halt einfach. Man sieht ja da oben links, hier ist die Energie. Dann sieht man da die Fähigkeiten, die man hat. Mit X, Viereck, Kreis, R1. Kann ich gar nicht lesen, das andere L1 oder was auch immer. Egal, so sind halt so die Fähigkeiten. Die kann man halt auch dann auch so oft benutzen halt. Auswechseln, so ein Kram. Ja, macht man halt da alles kaputt. Und tja, geht halt so weiter dann halt. Nächster Raum. Muss man halt Schlüssel finden. Irgendwas da ein Schloss. Und in der ganzen Welt, tja, eine ganze Karte, die man später, ich kann mal öffnen. Gibt es halt mehrere Türen, die verschlossen sind. Aber irgendwo findet man einen Schlüssel, kann man sich aussuchen, in welche Tür man reingeht. Ja, kann auch sein, dass dann da auch dann der erste Endgegner ist. Und dann kämen wir halt quasi weiter in die zweite Welt. So sieht halt aus und so muss man da doch machen. Die Waffen, tja, also ich kenne das noch von Cat Quest oder sowas. Wahrscheinlich auch von selben Entwicklern, da war so Angels mit einer Katze. Jetzt ist mal halt hier so ein Hamster, also so ein, ja, Hase halt. Ja, du kannst schon abonniert aus, naja, geil. So, hat hier schon einige schwierige Levels. Also die zweite Welt. Ich glaube, viel weiter kommt man gar nicht. Es gibt drei Welten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier kommt er quasi auch quasi der letzte Endgegner. Oder sag ich mal, für mich wäre der letzte Endgegner, keine Ahnung. Muss ja wahrscheinlich auch noch wieder zwei nur besiegen, der Rest nicht. Wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall hat hier probiert. So, schwierigere Stellen. So, ich kenne ein anderes Spiel halt, wie gesagt, mit der Katze. Das sind selben Entwickler, gab dieselben Waffen. Die Karotte war genau auch ein Raketenwerfer quasi. Granatenwerfer deswegen. Von selben Entwicklern, aber egal, ist cool, sowas. Warum nicht? Kann man euch lassen. Hier hat man ja gerade mal jetzt hier mal so die Karte so ein bisschen gesehen. Das weicht dann immer ab, weil es ist ja immer random. Manchmal ist es dann ganz anders halt. So, dann kann man hier noch hier in den Käfigen Leute befreien. Dafür gibt es auch Trophäen halt. Und ist egal, auch selbst wenn man kaputt geht, macht man nochmal neue. Da zählt dann trotzdem immer alles, was man gemacht hat. Und deswegen ist das cool, man kriegt dann schon locker seinen Platin irgendwann. So, keine Ahnung, anderthalb Stunden oder so, ich brauche dafür eine Stunde, ich weiß nicht mehr genau wie lang, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, irgendwann. Am Anfang war ein bisschen nervig, aber dann, wenn man ein bisschen Puzzle machen kann, wie die Waffen, was für Fähigkeiten die haben, dann war es schon einfacher halt. Wie gesagt, man kann doch zweit spielen. Also, wie ich im Multiplayer reingegangen bin, waren die Leute meistens schon beim letzten Endgegner und da war irgendein Fehler. Man konnte ihn nicht besiegen. Alles klar. Deswegen habe ich das alleine gemacht und allein noch besiegt. Fähig.
Das ging nicht, falsch. Was ist das, Mann? Ja. Und beste Taktik ist immer, wie in jedem Shooter oder Ego-Shooter sonstiges, rundherumlaufen bei den Gegnern. Immer. Egal in welche Richtung, ist immer die beste Taktik. Immer. Man rennt immer schneller, man kann nachjustieren, wo man hinschießt. Schneller als die Gegner einen da verfolgen. Also es ist immer. Wenn Computer gesteuert ist, immer. Jedes Mal. Immer rundherum laufen und schießen. Standardtrick bei jedem Shooter-Spiel. Immer. Außer man ist zu nah an der Wand. Ja, man rennt wieder zurück. Ja, klar. Also, aber sonst immer. Klappt doch immer. Ja. So, wie gesagt, von allen Entwicklern mit der Katze. Wie gesagt, das sind dieselben Waffen. Fast. Ist egal, ist cool. Mir gefällt, ey. So, was habe ich dafür? War sogar kostenlos. War gratis. Gratis. Ja, dafür hätte ich aber gerne trotzdem 3 Euro bezahlt. Ja, da gebe ich mal zu. Ja. Das wäre mir das Geld auch wert gewesen. Ja, sonst machen sie anderen Caster durchschnitt 5 Euro. Wo nichts wert ist das Spiel, wo keinen Spaß macht. Und dann hier ist einfach mal gratis. Okay, am Anfang war es schwer, aber dann rafft man, dann macht es doch Spaß. War doch cool. Ja, verstehe ich nicht manchmal nicht. Was hier machen die Entwickler? Na. So, ich glaube, ich im Kreis sieht man auch in den letzten Minuten hier vom Video, glaube ich, sieht man auch irgendwie schon mit einem auch online so Spiel. Glaube ich auch. Hast du auch, glaube ich, schon mit aufgenommen, keine Ahnung. So, erstmal hier heilen. Cool. So, ist die Karte ja schon gewaltig höher, dann sieht man ja, so, auf jeden Fall, ich habe 3 Schlüssel, sieht man ja, aber da ist noch eine Tür, wo man noch offen machen müsste, noch eine. So, man ist meist eingestanden wieder, wo man jetzt ist, wieder zurücklaufen. Gut, man könnte auch weiterlaufen, kann sein, dass dann ein Endgegner kommt oder auch nicht. Oder, wie gesagt, das ist immer random, kann auch sein, dass man da falsch läuft. Aber nicht, müsste man eigentlich jetzt wieder zurück, quasi zu der Tür, wo der Schlüssel hingehört, wenn überhaupt. Aber wenn die Gegner kaputt sind, sind sie kaputt. Gut, da bin ich durchgelaufen. Wahnsinn, macht mit dem Raum, macht mir die kaputt und dann sind sie weg. Die kommen dann nicht mehr wieder normalerweise. Das heißt, an der Stelle bin ich halt einfach durchgelaufen. Kann gut sein. Irgendwann war die Energie auch kritisch, deswegen rennt man irgendwann wieder weg, damit man sich irgendwo na, versuchen kann zu heilen, wenn das möglich ist. Da sind immer, wie hier in so einem Raum, sind immer ganz möglich dazu zu machen und da rumzulaufen und so weiter, wie hier. Da wird man am Anfang getroffen, weil einfach zu viele Gegner da sind, das ist quasi unmöglich. So, hier kann man sich besser alles kaputt machen. Na, auch nicht. So, hier sind keine Gegner, gut, alles klar. So, man kommt auch Gegenstände, auch Energie wieder zurück, je nachdem. Da auf so Felder darf man nicht drauf treten, ja. So, manchmal ist es so bei dem Spiel, so, da. So, bin ich mal gespannt, wo ich überhaupt jetzt noch hinlaufe, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich aufgenommen hatte. Also, ich spiele jetzt 2 gegen 1, so, jetzt ist der letzte Endgegner. Oder der erste Endgegner, oder der letzte, ja, gibt nur einen, den man besiegen muss, eigentlich gibt nur einen. So, aber jetzt müsste es aber auch klappen, dass man den besiegen kann. Weil sonst bin ich da online zu Leuten dazugestoßen. Die standen da nur in der Ecke, haben geschossen und kriegen es abgezogen. So. Jetzt habe ich hier angefangen, da kam einer mit zwischendurch dazu, der mir helfen will oder wahrscheinlich mir mal einen Player versauen will, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Endgegner aber hier erledigt sein. Ist quasi jetzt sogar durchgezogen, theoretisch. Aber ich habe nicht jeden Abschnitt von der Karte gezeigt, deswegen zähle ich schon das Durchschnittsjahr. Also nur angesagt. So, jetzt müsste ich alles zeigen quasi.
So könnte ich das bei jedem Spiel machen. Bei Final Fantasy halt ersten Level zeigen, dann der 100. Alles klar, durch Doc. Ja, so mache ich nicht, deswegen ist das hier nur angezeigt, fertig. Ich habe überhaupt keine Ahnung. So, der andere ist tot. Dann wird er geheilt. Ja, keine Ahnung. So, und soweit nicht beide tot sind, wird der andere immer wieder belebt. Da habe ich öfters mit einem gemacht. Irgendwann. Das heißt, der hat nur ein Herz übrig. Und dann habe ich mich. Ja, sollte er kaputt gehen quasi. Und dann kam der immer wieder. Hat 30 Sekunden gedauert. Da kam der wieder belebt. Und hätte ich noch ein Herz übrig, habe ich mich extra kaputt gemacht, damit ich wieder voll Energie wieder habe, nach 30 Sekunden. So, man kann dann nämlich immer einen wiederbeleben. Na egal. So, was war dann erstmal? Ja, ja, angezockt, durchgezockt, alles mega, wird es. Edward gezockt, fertig. So. Ah, auf jeden Fall cool, Daumen hoch, hat Spaß gemacht, war gratis. Platin, alles klar, alles Spaß gemacht, alles cool. Über Hasen, alles cool, alles mega. Ja, warte, bis zum nächsten Mal, tschüss, bis dann.